Hallihallo, meine lieben YouTuber. Heute möchte ich euch über eine neue Essence Trend Edition berichten. Und zwar die Irresistibles Trend Edition, wie ihr schon lesen könnt. Und ja, das ist heute mein erstes Vorschauvideo und ich hoffe, dass es so okay für euch ist und ihr mich heute mal nicht sehen könnt. Ja. Die Trend Edition wird im Februar für euch im Handel erhältlich sein bis März. Und sie beinhaltet, wie ihr gerade sehen könnt, neue Lidschatten, die Essence jetzt rausbringt. Diese sollen in 3D sein, wie ihr das wahrscheinlich lesen könnt. Und zwar haben sie eine 3 mm hohe Reliefstruktur, was die Lidschatten zu einem ultimativen Design ja macht. Die Struktur der Lidschatten soll satiniert, metallisch oder schimmernd sein. Also, wie ihr schon hört, alles ein bisschen glänzig, nichts Mattes, was ich persönlich sehr, sehr schön finde und was mir auch sehr gut gefällt. Außerdem werden die in 7 verschiedenen Farben erhältlich sein, mit jeweils 2 perfekt aufeinander abgestimmten Farben. Ich habe jetzt auch noch gleich ein Bild für euch, wo ihr die anderen sehen könnt. Und die Lidschatten sind besonders schön in der Deckkraft und sollen sich auch besonders leicht auftragen lassen, langanhaltend und ja, einfach generell besser. Kosten sollen die allerdings 2,79, was ich für Essence-Lidschatten jetzt schon etwas teurer finde, weil sie auch nicht viel größer sein werden als die bisherigen, die es schon gibt. So, als nächstes wird in der Trend-Edition eine neue Mascara zu bekommen sein. Stays on Matter What wird die heißen. Es ist eine 24-Stunden-Volume-Mascara, wie ihr schon lesen könnt. Und Essence verspricht hier, dass sie wirklich den ganzen Tag halten soll, wenn ihr früh aus dem Haus geht und abends noch eine lange Disco-Nacht ja, vor euch haben wollt. Dann könnte diese Mascara definitiv was für euch sein. Sie soll eine neue Faserbürste haben, die die Wimpern ja besonders lang, intensiv und sehr schön machen soll. Und die Mascara soll eine wirklich cremige Textur haben. Kosten wird die 2,99. Finde ich völlig okay. Werde ich mir auch mal anschauen, wie das Bürstchen so ist und ist vielleicht auch für den einen oder anderen was. Als nächstes beinhaltet die LE einen neuen Waterproof Eyeliner Pen. Auch Stays on Matter What. Und den gibt es dann in einer Farbe, und zwar in Schwarz. Midnight Black heißt die. Der soll extrem wasserfest sein, super lange halten, also auch 24 Stunden. Es ist wieder so ein Filzliner. Die finde ich absolut klasse. Und ich habe auch schon einige von denen ausprobiert. Vielleicht kaufe ich mir den auch und gucke mir den mal an, weil ich komme mit denen definitiv viel besser zurecht als mit Flüssig-Eyeliner. Er soll halten, 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 sagt Essence. Also ich bin da auf jeden Fall gespannt bei Wind und Wetter. Und ja, man darf sich, denke ich, überraschen lassen. Falls ich es jetzt noch nicht gesagt hatte, 2,79. So, und als letztes und drittes haben wir jetzt hier noch 3 neue Eyeliner-Pencils oder auch Kajalstifte, würde ich sagen. So sehen sie für mich aus. Die finde ich auch ganz interessant, muss man sagen, in 3 verschiedenen Nuancen. Diese sollen ebenfalls von der Stays No Matter What Waterproof Line sein. Für lange Partynächte. Und Essence meint, er hat eine weiche, cremige Textur, ist nicht zu verwischen. Und was man auf jeden Fall besonders erwähnen sollte, er soll bis Temperaturen von 40 Grad standhalten. Also, wenn es im Sommer dann mal richtig heiß wird oder man in die Sauna geht, dann wäre dieses Produkt auf jeden Fall das Richtige, wenn man Essence glaubt darf. Erhältlich wird er sein in 3 Farben, wie ihr das hier seht. Zum einen in der 01 Midnight Black, in der 02 Stunning Brown und in der 03 Smoky Grey. Kosten wird der 1,49, was ich auch für Kajalstifte total in Ordnung finde. Und ja, wie gesagt, kann man sich angucken, wenn man was sucht in der Hinsicht oder was langanhaltend ist und man hat noch nicht sowas, dann ist das auf jeden Fall immer sein Geld wert. Ja, so, das war's jetzt für diese Trend-Edition. Ihr müsst ja jetzt nicht unbedingt zwangsläufig hinterherrennen, weil die ganzen Produkte werden ab März im neuen Standardsortiment von Essence erhältlich sein. Also braucht ihr auch keine Angst zu haben, wenn jetzt vielleicht die Eyeshadows was für den einen oder anderen waren. Dann habt ihr auf jeden Fall auch später noch die Chance, die zu bekommen.
So, dann hoffe ich, es hat euch gefallen, mein erstes Vorschauvideo. Und wie gesagt, ich werde versuchen, in nächster Zeit öfters mal sowas zu machen. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und wir sehen uns. Ciao!